So, und damit willkommen zu einem kleinen Update-Video, wie es in Zukunft hier auf diesem Kanal weitergehen soll. Viele haben ja wahrscheinlich bemerkt, dass die Videos auf meinem Kanal vergleichsweise lang sind, mit mindestens 10 Minuten, aber meistens eher so 12 bis 13 Minuten. Das ist eigentlich auch die Länge, die ich für mich am besten finde, weil man da einfach am meisten zeigen und erklären kann, ohne den Druck zu haben, möglichst viel in 3 Minuten reinquetschen zu müssen oder so. Es hat natürlich aber auch einen gewissen Nachteil, und zwar die Arbeitszeit, die da in diesem Video steckt, beziehungsweise vor allem die Zeit fürs Kennzeichen verpixeln und Gesichter verpixeln. Ich persönlich muss zugeben, dass ich dafür einfach in diesem Ausmaß keine Zeit habe, denn für ein 10- bis 13-minütiges Video brauche ich genauso 10 bis 15 Arbeitsstunden nur fürs Verpixeln. Da habe ich dann noch keine Clips rausgesucht, ich habe noch keine Clips geschnitten, ich habe das Video noch nicht geschnitten, vertont, Übergänge gemacht, exportiert, hochgeladen, Thumbnail gemacht und so weiter und so fort. Es ist also eine ganze, ganze Menge Arbeit, diese langen Videos zu machen. Und da ich ja, wie ich sagte, die Zeit fürs Verpixeln einfach nicht habe, da ich in meinem Hauptjob ja schon knapp 50 Stunden die Woche arbeite, bleibt nicht mehr allzu viel Zeit übrig. Dann habe ich das irgendwann abgegeben, also außer Haus gegeben, an jemanden, der das beruflich macht und daher auch vergleichsweise gut kann. Aber auch er braucht für diese 13-minütigen Videos mindestens zwischen 8 und 10 Arbeitsstunden. Er spart da zwar 4-5 Stunden, die ich mehr bräuchte, aber es sind natürlich trotzdem 8 bis 10 Arbeitsstunden fürs Verpixeln. Und das macht er nicht für Luft und Liebe. Das heißt, ich bezahle entsprechend dafür. Ich bin ja nebenberuflich selbstständig und entsprechend habe ich ihn dann angeheuert und bezahle ihn dann pro Auftrag, pro Video. Wie man weiß, verdiene ich mit diesen Videos aktuell nicht einen einzigen Euro. Hin und wieder verirrt sich mal eine Spende per PayPal an mich. Link ist übrigens im Kanal oder hier unten verlinkt. Das sind aber wahrscheinlich pro Video vielleicht 1-2 Euro im Schnitt, die dabei rumkommen. Das gleicht nicht das aus, was ich den bezahle, der das für mich verpixelt. Jetzt trat er auf mich zu und hat natürlich vollkommen zu Recht auch gesagt, dass er einen gewissen Stundenlohn schon erreichen muss, damit sich diese Arbeit für ihn lohnt. Von daher wird sich diese Bearbeitungszeit von 10 bis 30-minütigen Videos in einem dreistelligen Eurobetrag summieren, die er dafür gerne hätte. Ja, es ist natürlich dann für 4 Videos in der Woche, kann man das gut hochrechnen, was das für Kosten sind, die da auf mich zukommen. Und dass das nicht auf Dauer so getragen werden kann, ist auch klar. Gut, ich habe wahrscheinlich demnächst die 1000 Abonnenten erreicht und könnte Werbung schalten, auch mit Inroll, also mit wohl Werbespots, die zwischendurch laufen, was man da mit den paar Klicks und Watchtime, die aktuell auf dem Kanal zusammenkommen, verdient, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Es werden aber pro Video kein dreistelliger Betrag werden, gehe ich von aus, nicht mal ansatzweise. Von daher muss ich mir überlegen, wie ich das in der Zukunft weitermachen möchte. Wahrscheinlich werden die langen Videos über 10 Minuten in dem Fall nicht aufrechterhalten werden können. Ich werde es wahrscheinlich noch bis zur 50. Ausgabe so beibehalten und dann muss ich mir ein neues Konzept überlegen, weil das ist finanziell auf Dauer einfach nicht tragbar. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Ich mache das vor allem, weil ich Spaß dran habe. Also ich werde mir da keine goldene Nase dran verdienen, auch nicht in der Zukunft. So ein bisschen im Rahmen sollten die Ausgaben dann doch schon bleiben, würde ich sagen. Also von daher, sorry, dass diese langen Videos in Zukunft nicht mehr bleiben können. Aber ich hoffe, ihr bleibt dem Kanal trotzdem treu und guckt die Videos trotzdem weiter, auch wenn es eventuell nur noch halb so lange Videos werden. Von daher, danke fürs Zuhören in dem Fall. Zu sehen gab es ja außer ein paar alte Szenen nicht viel. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem 13-minütigen Video, hoffe ich. Bis dann, ciao, ciao.